Und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch in Hearthstone, im Spielenmodus und in der letzten Folge, in der 22, da habe ich hier ein Jägerdeck gebaut. Und heute möchte ich ein Kriegerdeck bauen. Kriegerdeck. So. Und das nenne ich mein erstes Deck. So. Mein erstes Kriegerdeck mit dem Account. Jut. In dem Fall muss ich jetzt erstmal kurz gucken, was ich an neutralen Karten habe, weil der Krieger so ein bisschen, ne, mit Self-Damage und so. Gucken wir mal. Wutanfall. Da haben wir nur den Armani Berserker. So. Dann packen wir noch zweimal den Schlick mit rein. Dann packen wir den Schmerz mit rein. Weil wenn der Schaden nimmt, zieht man eine Karte. Ist auch ganz cool. Wenn ein Diener stirbt. Nee, okay. Gucken wir uns erstmal die Klassenkarten an. Vernichte einen verletzten Diener. Geil. Wirbelwind geil. Feurige Axt ist geil. Zieh deine Karte für jeden verletzten Charakter. Ja. Spalten, fügt zwei zufälligen feindlichen Dienern zwei Schaden. Ja, Toben ist cool. Fügt einem Diener zwei Schaden zu, zieh deine Karte, wenn er überlebt. Ja. Ja, warum nicht? Zuchtmeister ist cool, Schildblock ist cool. Die Waffe ist nicht cool. Chance 50% einen anderen Feind anzugreifen. Das ist bei manchen Dienern so, 50% Chance. Aber mit der Waffe ist das nicht cool. Schildmaid, die haben wir ja in der Kartenpackung bekommen. Die ist cool, die packen wir rein. Ah, zwei Angriff und Ansturm. Legt eine Waffe 2-2 an. Die packen wir rein. Die kann auf jeden Fall cool sein. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit maximal 3 Angriff herbeiruft, erhält dieser Ansturm. Kann cool sein. Insbesondere gibt es da auch ein paar coole Combinations mit den neuen Karten von dem Schwarzfels-Add-on. Everyone! Na, ihr wisst schon. Aber die habe ich ja noch nicht. Deshalb muss ich mich mit dem zufrieden geben, was ich habe. Alter! Ja, okay. Das sind ein paar viele Zweier. Da muss ich was ändern. Schlick tue ich weg. Einmal zumindest. Die tue ich weg. Den Rest behalte ich. Erhält Angriff entsprechend dem Angriff eurer Waffe. Ja. Schwierig, schwierig. Auf jeden Fall den Feendrachen, den finde ich ganz cool. Ja, obwohl es auch wieder 2 Mana, ne? Was haben wir denn an 2 Mana? Drop den Armani Berserker. Schildding, bumm. So, 3 Mana, was haben wir denn da im Angebot? Blutkriegerin ist gut. Hier ist mal 1 Mana. Ein Angriff, wenn ein Diener stirbt, okay. Zweimal den bemannten Schredder, zweimal den Yeti. Boah, 3 Mana, nicht schlecht. Die ist cool eigentlich.
aber nicht für einen Krieger unbedingt, weil man ja halt die ganze Zeit hier mit dem Wirbelwind und so auch so ein bisschen Self-Damage macht. Boah, Kriegerdeck bauen ist echt nicht einfach. Ich glaube, ich packe den ein als 3-Drop. Troxor. Felsenkiefer-Trog könnte man eventuell auch reinpacken. Ist auch cool, ne? Was haben wir denn hier? Ah, komm, packen wir den noch rein. Den Wolfsreiter zweimal. Oder? Auch blöd, ne? Killt man sich auch selber. Ah, ja, komm, Verwüster packen wir rein. Und den packen wir rein. Und dann packen wir den zweimal rein. Den packen wir rein, den Zauberer. Ach, wir sind schon voll. Boah, Moment. Da hab ich gepennt. Da habe ich richtig gepennt. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Boah. Bin ich so überfordert gerade oder was? Den tun wir raus, das tun wir raus. So, jetzt haben wir noch zwei. Krieger. Ist nicht einfach, ne? Ist echt nicht einfach. Es ist echt wirklich, wirklich nicht einfach. Machen wir. Ich weiß auch nicht wirklich, ob ich da jetzt so einen Ansturm, so einen Raschvogel draus mache oder ob ich da so einen eher defensiven Control-Menschen draus mache. Vielleicht so ein bisschen aus beidem, ich weiß es nicht. Komm, machen wir noch zweimal. Was guckst du so? Und den weg, stattdessen den und den. So, ja, okay. Ich glaube, so ist das Deck erstmal fertig. Mein erstes Deck für den Krieger. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob das jetzt so cool ist oder nicht. Mir fehlen so ein bisschen Karten ziehen, fehlt mir ein bisschen. Ich meine, gut, wir haben auch den einen Zauber. Für jeden verletzten Diener ist er ganz okay, aber. Ja, egal. Wir probieren das jetzt erstmal aus. Nicht lang schnacken. Zurück spielen. Ein erstes Deck. Boom. Wie gesagt, Folge 23, wenn ich mich nicht irre, Kriegerdeck selbst gebaut. Bumm. In der letzten Folge war ja krass. Da waren wir mit dem Jäger unterwegs und mussten gegen einen goldenen Magier kämpfen. Sah echt ziemlich cool aus, aber dann leider knapp nicht gereicht. Uta! Schauen wir mal, ob diesmal ein bisschen mehr Glück für uns drin ist. Ein Sechser tun wir weg. Wir kämpfen gegen Chudeli oder so. Oder Chud. Das heißt bestimmt irgendwas Geiles, aber ich kann es nicht erkennen. So, richtig geil. Wir haben auf jeden Fall den Schlamm. Gut, dass ich den eingebaut habe, denn wir spielen gegen Paladin. Und da werden wir den mit Sicherheit gut gebrauchen können. Und den werde ich mir auch auf jeden Fall aufsparen. Benötigt ihr einen Segen? Puh. Die ist eigentlich gar nicht cool, die Karte. Die ist eigentlich nicht so stark, aber in dem Fall jetzt schon, ne? Ich glaube, ich mache mal einen Coin und hole den Armani Berserker raus. Er wird wahrscheinlich mit der ollen. Ah, das ist hier bestimmt runter! Wie heißt das Geheimnis? Beschwört ein 2-1er, der den Schlag abfängt, ist das mit Sicherheit. Aber egal, wir haben keine andere Wahl.
Wir müssen. Okay, war es nicht. Nein, das ist interessant. Was könnte auch sein, hier Schaden ablenken oder wie das heißt, ne? Melde mich zum Dienst. Das könnte auch sein. Er geht face? Wenn er face geht, was hat das zu bedeuten jetzt? Das hat eigentlich zu bedeuten, dass der entweder stirbt oder den Schaden auf mich macht, ne? Ich frage mich, ob... Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wen soll ich töten? Das war's. Aha. Ist aber... Obwohl es eigentlich schlecht aussieht, ist das ganz cool, denn er muss seine ganzen Dudes da reinlaufen lassen. Und dann ist das Board wieder komplett frei und wir starten neu. Und im nächsten 4-Mana-Zug haben wir auf jeden Fall richtig gute Karten. Boah, Zwielichtdrache mit nur 4 Karten auf der Hand. Das tut mir leid, mein Friend. Das tut mir leid, Shoot Lee. Das ist bedauerlich. Oh, bemannter Schredder. Komm, Junge. Tu das dagegen. Ah. Oh! Schilde hoch! Das war nicht schlecht. Gut gespielt. Das war nicht schlecht. So, jetzt müssen wir gut überlegen, was wir machen. Jetzt müssen wir richtig gut überlegen. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen Wirbelwind, denn er erhaltet jedes Mal eine Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet. Moment, ein befreundeter Diener? Ja, okay, dann macht das keinen Sinn. Dann macht eigentlich nur das hier Sinn. Den kann er eigentlich. Stratholm wird geläutert werden. Fügt allen, die damit Hödes rechnen. Okay. Melde mich zum Dienst. Boah, jetzt bräuchten wir einen Board Clear auf jeden Fall. Ja, er macht ihn weg. Das ist sehr gut für uns. Das ist sehr gut für uns. Und lässt uns auch die Rüstungsmacherin stehen. Das ist auch sehr gut für uns. So, jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich überlegen. Wir können die ausspielen. Und dann erhalten wir auf jeden Fall 5 Rüstungen. Wir könnten auch das machen, bumm, mit der Waffe drauf, bumm. Dann wäre die weg. Aber ne. Machen wir es mal so. Angriff. Und so. Komm, spiel eine Waffe. Spiel deine 4 Angriffswaffe, die dich heilt. Boah. Das war mies. Gut gespielt. Ja, okay. Fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Moment, das können wir aber beeinflussen. Das können wir regeln. Das geht. Was jetzt? Das geht. Moment, lass mal überlegen. Wirbelwind zuerst. Dann platzen die beiden. Dann haben die alle nur noch 2 Leben. Dann spalten, mit den beiden drauf spalten, ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wirbelwind. So, jetzt kriegen wir erstmal 2 Rüstungen. So. Dann machen wir hier Duck. Duck. Dann ziehen wir uns die Waffe an. Machen Duck.
Und da machen wir Spalten. Dag. Rüstung. Fertig. Das ist bedauerlich. Richtig geil. Die Macht des Lichts bezwingt euch. Spott. Melde mich zum Dienst. Was ist das denn überhaupt, was er da spielt? Ein Anti-Todesröcheln-Deck anscheinend. Dann machen wir doch erstmal hier mit der Waffe drauf. Dann machen wir den weg. Dann kriegen wir nochmal Rüstung. Dann machen wir Rüstung, bemannter Schredder und fertig. Das sieht soweit echt geil aus. Erzittert vor der Macht, Sturmwind. Champion von Sturmwind und ein Geheimnis. Was mich interessieren würde, ne? Ich habe ja hier, auch wenn das einer weiß, keine Ahnung, Hashtag ich weiß es, und dann Rüstungsschmiedin hat noch 1-1. Erhaltet jedes Mal eine Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet. Wenn ich jetzt Wirbelwind mache, kriege ich dann die 3 Rüstungen? Oder kriege ich die nicht? Und stirbt die vorher? Würde ich mal gerne wissen. Und ich werde das jetzt mal ausprobieren. Dann wissen wir es ja. Ja, man bekommt die 3 Rüstungen noch. Okay, braucht er nicht. Alles klar. Vernichtet einen verletzten feindlichen Diener. Rüstung. Und hier geht's. Ja, okay. Also wenn die stirbt, dann kriegt man das trotzdem vorher noch vom Wirbelwind. Das ist ja eine coole Sache. Also coole Sache für den Krieger in dem Fall. Ja, jetzt kann ich einfach nur Face gehen, ne? Was soll da großartig passieren? Ich habe den Zuchtmeister erstmal noch nicht ausgespielt. Dann mache ich im nächsten Zug, um ihn zu finishen. Die Wahrheit ist mein Schild. Oder um den Spott wegzumachen. Okay. Okay. 4-8. Das ist doof. Wir können mit dem Zuchtmeister. Fügt einem Diener einen Schaden zu und verleiht ihm +2 Angriff drauf. Was jetzt? Dann wäre das Gottesschild weg. Dann drauf, drauf reicht nicht. Dann sind beide Diener down und der steht noch mit einem Leben da. Das ist natürlich richtig bitter. Ja, wir können auch einfach mit dem Schredder drauf. Dann ist Gottesschild weg. Ja, komm. Machen wir den Zuchtmeister jetzt schon drauf? Nee. Ach, das kann doch nicht sein jetzt. Immer so kurz vor knackig oder was? Melde mich zum Dienst. Hätte ich mir die echt noch aufsparen sollen oder was? Dabei hat man mir vor kurzem noch beibringen wollen, dass ich meine Karten auch ausspielen soll, die ich habe. Ja. Jetzt mache ich Spalten. Oder? Ja. Ah, naja. Gucken wir mal. Ich habe doch bisher nur einmal vernichteten, verletzten Gegner gespielt, ne? Ach du meine Güte. Melde mich zum Dienst. Mal ehrlich, war das so schlecht, was ich gespielt habe, oder was? Kann doch nicht sein.
kann doch echt nicht sein. Zieht eine Karte für jeden verletzten, befreundeten Charakter. Gut. Toben. Okay. Da wird ein Schuh draus. Vier. Das sind sieben. Ja, der ist dann platt, Mann. Ich den hochbuffen und damit er stirbt, oder was? Fügt ein Diener einen Schaden zu, macht zwei Angriffe. Vier sind sechs. Zurück an die Arbeit! Es ist unglaublich. Ich muss mich entscheiden. Okay, 16 Leben hat er, wir haben 22, er hat die 5-6er da liegen und wir ein 2-2er und der... Oh, Junge, das kann nicht sein. Melde mich zum Dienst. That's not fair. That's not fair. Lass die Schmerzen sprechen. Knappe mir zur Seite. Knappe mir zur Seite. Dann machen wir das so. Hätten wir einfach face gehen sollen? Hab ich verpennt, den zu killen? Nee. Mein Schild für Argus. Komm, Wirbelwind, bitte. Bitte. Mit dem Akolyten wäre das der Hammer. Oh Gott. Führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, die müssen beide sterben. Na ja, gut, ich kann das auch anders machen. Ich kann das auch so machen. So machen. Und 5, 6, 7, 8. Mehr Schmerz. So. Na gut, ich hätte den hier killen sollen. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber... Plus 3, plus 3 kann ich den buffen. Dann hätte der 4-4... 4-4 könnte den damit auf jeden Fall nicht killen, müsste mit dem drauf. 4 Nee, es macht keinen Sinn, weil dann müsste ich mit dem Yeti noch auf den anderen drauf und dann hätte ich drei Karten verschwendet, um... Ach du meine Güte, das darf nicht wahr sein. Melde mich zum Dienst. Komm, was Schönes ziehen jetzt. Jetzt kommt der Wirbelwind, den ich nicht mehr brauche. Ah, okay. Spott ist auch okay. Okay, das ist nicht gut. Oh, Mann. Was habe ich denn nur falsch gemacht? Auf jeden Fall muss ich einen Spott ziehen und ich muss auf jeden Fall... Warte mal, den kriegt er mit dem 5er down. Dann bleiben nur 5, 6, 7, 8 Schaden übrig. Mit 8 Schaden kann er mich nicht killen. Ich frage mich, ob... Fehlen aber nur 5. Das heißt, wenn er den Spot silenzen kann, bin ich tot. Das Risiko muss ich jetzt einfach eingehen. Alles andere hat keinen Sinn. Ich muss das Risiko jetzt eingehen. Ist es ein Silence, bin ich down. Melde mich zum Dienst. Hat er nicht. Das ist schon mal eine gute Nachricht, aber
2. Boah. Okay. Okay, 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 okay. Es besteht noch Hoffnung, Leute. Es besteht noch Hoffnung. Denn wir haben unser Hinrichten bekommen. Endlich. Ich sag immer besser spät als nie, ne? Ich frage mich, ob. Das heißt, wir machen auf den Hinrichten drauf. Machen wir auf den Toben drauf, damit er überlebt. Killen den. Dann machen wir Schild. Und hoffen, dass er keine Waffe zieht oder irgendwas, was 3 Damage macht. Hier, macht 3 Damage, zieht eine Karte, wäre auch fatal. Wir müssen den Sonnenbrunnen leuchten. Oh Gott. Alter, verarscht er mich? Oh mein Gott. Gut gespielt. Gut gespielt. Das Dingo! Ja! Danke. Alter, das wird nochmal richtig spannend hier, ey. Das gibt's doch nicht. Kann ich das nicht mal gewinnen jetzt? Ich hab's ja wohl verdient. Oder nicht? 3, 4. Oh. Mit Feuer? Kann ich hingucken. Ich kann nicht. Ich muss den jetzt killen. Was glotzen so? Nochmal Rüstung. Komm. Ich hab's verdient. Komm. Bitte. Spiel eine Waffe jetzt. Komm. Jetzt kannst du eine. Oh! Ich habe fast keine Karte gut gespielt. Das ist nicht fair! Ich habe keine Karten mehr. Ey, das war echt nicht fair. Der hatte keine Karten auf der Hand. Wie kann das denn sein, dass er Gleichheit zieht und ein 1-1 auf dem Feld hat? Ach man, und auch noch die Sonderlieferung. Ey. Gespielt. Ey, das kann doch nicht sein. Sei doch mal ehrlich jetzt. Oder? So. Um ihn zu bestrafen, bleibe ich jetzt extra drin. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich meine, ich sag hier immer wieder. Gut gespielt. Aber in Wirklichkeit war das doch wohl Luck pur. Luck pur! Lass mich raten, das ist jetzt hier duckt euch, oder? Das ist 2-1er, komm! Ja, natürlich! Heldenopfer. Ach. Ach, nee. Also ich habe ja normalerweise kein Problem mit Verlieren, aber sowas? Melde mich zum Dienst. Mal ehrlich. Ich glaube, im Fachjargon nennt man das Ganze Hardcore-Luck Top Deck oder was? Ja, ich weiß, ich kann nicht mehr gewinnen, aber ich möchte ihn noch ein bisschen ärgern jetzt. Das hat er verdient. Befolgt die Regeln. Das hat er wirklich verdient. Sowas Ärgerliches. Melde mich zum Dienst. Sowas Ärgerliches. Das kann echt nicht wahr sein. Wie er immer das Passende gezogen hat. Naja, gut. Ich werde mir auf jeden Fall. Oh, vernichtet sie alle. 40 Gold erhalten. Juhu! Ich werde mir insbesondere diese Folge, also ich
da ich die Videos ja schneide, hochlade, beschrifte, hast du nicht gesehen, gucke ich mir die Videos natürlich auch immer mindestens ein, zweimal an, bevor ich sie hochlade. Aber vor allem das Video hier werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal reinziehen, weil das ist ja der Oberwahnsinn. Wie konnte er mich denn so fertig machen? Das ist ja unglaublich. Ja, okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ja doch ein bisschen unterhaltsam. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.